Moin zusammen, hier ist euer Juri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei unserem Herzog Konrad III. Von Hochburgund. Er hat eines seiner ehrgeizigen Ziele zuletzt erreicht und hat es geschafft, hat das geschafft, was aus seiner Sicht sein Vater nie geschafft hat, aber hätte schaffen sollen. Er ist Herzog von, oder ist überhaupt ein Herzog geworden. Es gab zuletzt einen am Ende dann doch relativ eindeutigen Unabhängigkeitskrieg gegen unseren ehemaligen Lehnsherrn, was uns dann die Möglichkeit gegeben hat, nachdem wir diesen erfolgreich schlagen konnten, uns zum Herzog von Hochburgund zu ernennen. Und ganz offensichtlich ist das auch beim Kaiser auf Wohlwollen gestoßen, denn er hat uns relativ unmittelbar daraufhin einen Vasallen verliehen, der de jure zu unserem jetzt geschaffenen Herzogtum gehört. Und schaut euch an, wie prächtig die beiden aussehen. Unser Konrad hier mit seiner Gemahlin Ida. Sehr, sehr schön. Ja, seine ehrgeizigen Ziele sind noch nicht ganz beendet. Er hat schon auch noch das Ziel, ich meine, sein Sitz in Leiden ist am Ende auch der Hauptsitz des Herzogtums oder des Dauphinat von Villois. Und auch das wäre eigentlich noch sein Ziel, dieses zu erhalten. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Dafür wird es ja vermutlich noch zweimal ein Krieg bedürfen gegen seinen ehemaligen Lehnsherrn, um zwei Grafschaften dort zu erobern. Das dürfte relativ schwierig werden. Es gibt jetzt erstmal einen Waffenstillstand und zwei Grafschaften in einem Krieg zu erobern, ist nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ich meine mich zu erinnern, mit einer bestimmten Fähigkeit, mit einem bestimmten Perk möglich. Von daher bedarf das dann mindestens noch zwei Kriegen und das könnte dann doch relativ schwierig werden. Wir werden sehen, unser Konrad ist aber auch ein geselliger Geselle und wird jetzt erstmal das Erreichte auch mit seinen Freunden und all seinen Nahestehenden feiern wollen. Ihr seht es an seiner roten Nase, er ist auch dem Würzwein und allgemein den alkoholischen Getränken nicht abgeneigt und die werden dann natürlich auf dem Festmahl auch in Mengen strömen und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, oder dann denke ich, sieht er es auch als seine Aufgabe an, den Kaiser zu besuchen, jetzt als Herzog, der ist, um ihm zu huldigen. Also es gibt einiges, was er zu tun hat und darum werden wir uns jetzt kümmern. So, und wie angesprochen, wird es sein erstes Ziel sein oder jetzt seine erste Unternehmung, ein Festmahl zu veranstalten. Das ist doch jetzt auch die richtige Zeit, im November hier die Einladung zu verschicken, sich gemeinsam zu versammeln in der großen Halle vor dem Feuer, um dann, ja, mit guten Speisen und vielen Getränken gesellig beisammen zu sein und so vielleicht den Winter zu verbringen. Also wir werden mal ein Festmahl planen. Ja, es soll ein Festmahl werden, ein ganz normales. Das Ganze soll natürlich in Leiden stattfinden. Dort haben wir auch Höfe und Felder, das ist gut. Die können das Ganze versorgen, Reisemarschall etc. brauchen wir nicht. Ein Ehrengast. Oh, das wäre perfide, ehrlicherweise, unseren ehemaligen Lehnsherrn. Aber eigentlich hätte ich gerne den Kaiser als Ehrengast eingeladen. Schauen wir erstmal, was ist unser Ziel? Ja, ich denke, unser Ziel ist hier erstmal Erholung. Das, denke ich, passt doch ganz gut. So, wen laden wir denn ein? Freunde auf jeden Fall. Enge Verwandte, unseren Lehnsherrn eigentlich auch, Vasallen auch, Ehepartner auch. Unsere Affäre, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Mit Vasallen, weitere Verwandtschaft, Höflinge. Also unsere Höflinge vielleicht weniger. Eher benachbarte Herrscher. Na, wenn wir dann sehen, wer hier alles kommt. Wow. Was ist denn mit dem Kaiser? Ist immer noch nach Rang sortiert.
benachbarte Herrscher ist irgendwie zu weit gefasst. Wir werden stattdessen noch unsere Ritter einladen. Und wer kann hier jetzt ernst Ehrengast werden? Ehrlicherweise gibt es ja niemanden, der sich noch wirklich eignet. Braucht es einen Ehrengast? Nein. Ich meine nicht. So, haben wir das jetzt entsprechend eingestellt? Ja. So, beim Essen könnten wir noch kulinarische Kunstwerke. Ja, er ist ja nun durchaus gesellig, aber ich denke mit den exotischen Köstlichkeiten, das passt schon und die Anzahl der Gänge. Oh, 61, das ist ein deutlicher Unterschied. Er ist da, glaube ich, nicht großspurig, also von daher, das passt schon. Das können wir so lassen und dann hier die Einladung verschicken, sehr gut. Die Diener eilen durch den Saal und bringen die letzten Dekorationen. Einige der Gäste sind noch nicht eingetroffen und ich gönne mir ein köstliches Getränk am Feuer. Ja, genau, so hat er sich das vorgestellt. Oh, ich scheine bereits einige schmackhaft aussehende Speisen und Kalbsschnitzel entdeckt zu haben. Wir haben eine schöne Zeit vor uns, sehr gut. Dann werden wir mal schauen. Boah, 4 Monate dauert es noch, bis es beginnt. Was passiert in der Zwischenzeit? Hier wurde nochmal ein Graf exkommuniziert, der Graf von Modena. Ja, okay, ist aber auch relativ weit weg. Gäste sind jetzt schon da. 37 sind wieder welche gegangen. Das hat noch gar nicht angefangen. Wer ist denn jetzt tatsächlich da? Einige Herzoge. Tatsächlich ist der Dauphin der Provence da. Kaum zu glauben, dass er gekommen ist. Nun gut. Und schauen wir mal, in einem guten Monat beginnt es denn dann endlich tatsächlich. Jawohl. Das ist sicherlich schon der weiß ich nicht wie vielte Becher, den sich unser Konrad gönnt. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Ich habe mich nach einem Anlass wie diesem gesehnt. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Sehr schön, willkommen. Wir haben wieder ein Druckmittel erhalten. Ist jemand von einem Artefakt fasziniert, wie ich das richtig gesehen habe? Festmäler sind für mich eine großartige Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, deren Meinung ich schätze. Luisa hatte einige spannende Themen zu Militärmanövern, während Dirk mir so manches über neue Verteidigungsstrategien erzählte. Allerdings war Graf Dirk das wahre Genie. Nach einigen Schlucken erzählte er mir im Vertrauen, wie er sich den perfekten Sturmangriff auf eine Burg vorstellt. Ah, sehr interessant. Strategische Diskussion hatten wir. Sehr, sehr schön. Ah, das Gespräch mit einem erfahrenen Befehlshaber hilft euch auf jeden Fall dabei, euer Verständnis in Sachen Kriegsführung zu vertiefen. Wunderbar, da gibt es einiges zu lernen. So, und was war jetzt hier mit diesem Schwert? Er erfreut uns mit einer Geschichte über ein Artefakt. Ah, okay, er hat uns diese Geschichte nochmal erzählt über das Schwert unseres Vaters. Oder haben wir die erzählt? So wie es da steht, hatte er die erzählt, aber eigentlich müssten wir das doch erzählen, wie unser Vater dieses Schwert hier gewonnen hat. Nun gut. Auf jeden Fall sind die Leute erfreut und dann wird Konrad das nicht weiter hinterfragen.
Ui, der hohe Tisch berichtet. Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich. Um einen Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende meine Bekannte, die Baronin Giselle, neben mir. Als der Hochadel sich unter die niederen Adel mischte, wurden Worte der Freundschaft und der Feindschaft zwischen Personen ausgetauscht, die sonst kaum miteinander zu tun haben. Giselle und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass es nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachen. Ja, welch ein grandioser Abend, und die Baronin wird unsere Freundin. Sie ist die Gattin von Baron Paul von Vesoul. Ja, wunderbar. Welch ein grandioser Abend. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Sehr schön. Derweil gibt es aber... Okay, es sind italienisch-katholische Populisten hier gegen unseren Kaiser. Erstmal nicht so schlimm. Wir können uns wieder dem Festmahl widmen, das in 2 Wochen dann auch leider schon wieder vorbei ist. Hier wird ein fantastischer Witz erzählt. Und was ist mit ihm passiert? Während Gericht um Gericht in die große Halle gebracht wird, erreicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle. Dass mein Vasallbürgermeister Aldebert Mandel nicht verträgt, habe ich dem Koch gegenüber leider nicht erwähnt. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und ich hoffe, dass euch das Essen schmecken wird. Besonders euch, Aldebert. Guten Appetit. Okay, und wir können ihn jetzt vor dem Essen retten. Er ist der Bürgermeister. Ja, also jetzt besonders irgendwie sadistisch, hinterlistig, dergleichen. Nein, vielleicht kommt da auch die Nachsicht durch. Wir werden ihn vor dem Etten retten, für dem Essen retten. Bekommen sogar ein schwaches Druckmittel. Nun gut. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Gudina nicht geht, ohne mir Lebewohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Die Gemahlin unseres Sohnes, der hier den jungen Gaston mittlerweile als Sohn hat, sehr, sehr schön. Der leider weder ihre Schönheit noch seine Intelligenz geerbt hat. Für wahr eine hervorragende Person. Wir sind uns näher gekommen. Inwiefern? Sie trinkt gerne. Sie ist eine absolut wunderschöne Person. Sie ist ein wenig lüstern. Und unser Sohn hat bisher nur einen einzigen Erben zustande gebracht. Ich glaube, wir werden ihr noch näher kommen. Das Komplott wird geschmiedet. Wir werden versuchen, vielleicht ein wenig aus, ja, einer Sauflust vom Alkohol geschwängert, aus diesem Impuls heraus, dass wir uns so gut mit ihr verstehen, dass sie uns aber auch offensichtlich irgendwie gewisse Anzeichen macht, wir ihrer Schönheit ein Stück weit widerfallen sind, wir uns bei diesem Festmahl vielleicht einfach des Öfteren über den Weg gelaufen sind, die Dinge entwickeln sich irgendwie von selbst. Eine für wahr hervorragende Person. Dirk hat noch Anspannung verloren, sehr schön. Wie kann Dominicu es wagen zu behaupten, meine Ansichten über die Kriegskunst wären fehlgeleitet? Er behauptet, dass meine Pläne mit dem ersten Gefecht scheitern würden. Ja, das haben wir ja zuletzt bewiesen. Er hat doch keine Ahnung. Das würde ich zu gern auf dem Schlachtfeld klären. Wer ist er denn? Irgend so ein Gast niederer Geburt? Ist er des Wahnsinns? Ja, immerhin haben wir wieder eine strategische Diskussion. Sehr schön. Und hier gab es noch eine Freundschaft. Nur wenige Kerzen glimmen noch, als die letzten Gäste gegangen sind. Ich höre Seufzer der Erleichterung und ein
von ein paar Dienern, nachdem sich die Türen geschlossen haben. Das Essen ist noch warm auf den Steingut-Tellern. Bald wird die Kunde die entlegensten Winkel des Reiches erreichen und jeder Adlige, der etwas auf sich hält, wird wissen, dass meine Pracht unvergleichlich ist. Da all meine Gäste die Burg nun verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammer in ihren Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erst einmal vorbei ist. Und damit ist alles erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir schauen nochmal auf die Aktivitäten. Die letzte war nochmal interessant. Unsere Gäste waren zufrieden. Hier, Beatrice, sie ist ja auch unsere Affäre. Und unsere Schwester sind Freunde geworden. Ui, sehr interessant. Luisa und Beatrice. Naja, nun gut, dann solange Beatrice da nicht zu viel erzählt, ist das in Ordnung. Wir können das Festmahl abschließen, sehr, sehr schön. Wir können eine Petition an den Lehnsherrn stellen oder ihm huldigen. Ja, das wäre als nächstes das Ziel. Beatrice von Babenburg und Humbert können heiraten. Ach, das war das Verlöbnis, was sie hier mal eingefädelt hatte, die Herzogin von Österreich. Ja, da gibt es, glaube ich, keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Ausgezeichnet. Sehr, sehr gut. Ja, und ich denke, jetzt Anfang Mai ist es vielleicht auch die richtige Zeit, hier loszumarschieren und eine Reise zu machen, um endlich den Kaiser zu besuchen. Bei ihm am Hofe. Können wir das eigentlich sehen? Wo war das denn? Er spricht aber viele Sprachen. Ich glaube, Hochdeutsch ist seine... Sprechen wir aber. Gut, dann können wir guten Gewissens uns, denke ich, auf den Weg machen. Wir werden nochmal einen Reisemarschall brauchen. Wer eignet sich denn da? Julian, ganz hervorragend. Ja, dann soll er doch Reisemarschall sein. Ihn haben wir ja zuletzt an den Hof geholt. Im Rahmen des Krieges. Sehr, sehr gut. Dann wird er hier eingesetzt werden. Wir schauen nochmal, was es zu erledigen gibt. Ach, und wir könnten jetzt hier einen Krieg führen, um die Ansprüche von ihr auf irgend so eine Grafschaft ganz sicher nicht. Nein, das ist jetzt nicht der Plan, sondern es geht vielmehr... Ein sehr, sehr schönes Bild hier für die Verführung. Sondern es geht jetzt darum, hier zu huldigen. Wir reisen an den Hof von Kaiser Kubu. Wir gucken aber vorher nochmal. Unser Sohn erst selbstlos wird uns vertreten. Der soll die Autorität fördern. Sehr gut. Er gilt als selbstlos. Das ist ganz wunderbar. Okay, gut, dann ist es jetzt an der Zeit und wir machen uns auf den Weg. So, wir können Geld überbringen. Verpflichtung vergrößern, nein, ein Geschenk überbringen. Wobei, das wäre natürlich auch nochmal interessant, überhaupt zu sehen, wie jetzt ihm gegenüber unsere Vasallenbande sind. Ah. Hohe Steuern, niedrige Aufgebote. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, die zu ändern? Gibt es tatsächlich. Das ist vielleicht etwas, was wir dann mit der Huldigung verbinden können. Also wir machen uns auf den Weg und werden ihm unsere Treue schwören. Ja, das scheint hier eine ganz hervorragende Route zu sein. Keinerlei Gefahren. Da brauchen wir auch niemanden weiter mitnehmen. Wir müssen die Route nicht anpassen. Das ist ganz hervorragend und wir werden die Reise beginnen. Ah, das Komplott wird jetzt leider eingefroren, weil wir auf Reisen sind. Nun gut, das ist so.
Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ein neuer Anfang. Wir haben alles gepackt und sind endlich an dem Punkt angelangt, an dem wir unsere Reise von Leiden zu unserem nächsten Ziel in Marburg antreten können. Als wir das Besitztum verlassen und unsere Reittiere neues Gelände betreten, bin ich mir sicher, dass wir schon bald in einem Stück zurückkehren werden. Sehr schön, ich kann es kaum erwarten. Und unser Sohn übernimmt die Regentschaft. Dann wollen wir mal. Bisher haben wir unsere eigenen Ländereien durchschritten und jetzt gibt es offensichtlich eine Sprachbarriere. Er war doch so ein guter Reisemarschall. Es scheint, dass sich unsere Karawane in diesem fremden Land ein wenig verirrt hat. Julian führt uns schon seit Stunden durch Sundgau und obwohl er endlich seinen Stolz heruntergeschluckt und nach dem Weg gefragt hat, scheint er Hochdeutsch nicht gerade fließend zu sprechen. Gut, aber wir tun's und damit kommen wir weiter und gut voran. Ein imposanter Mensch steht auf der Straße vor uns. Ich bin Burschard von Hargenau. Dutzende von Männern habe ich schon im Kampf besiegt. Ich muss gestehen, dass all diese Kämpfe langweilig waren. Hier stehe ich nun auf dieser Straße und suche jemanden, der mich übertreffen kann. Jemand, von dem ich lernen kann. Wenn ihr mich im Kampf schlagt, werde ich euch ein wertvoller und treuer Diener sein. Und so fordere ich an diesem Tag einen von euch zum gerechten Zweikampf heraus. Ich habe kein Interesse. Oh Gott, wer... Euer ganzes Gefolge trampelt ihn nieder. Naja. Nach meinem Sieg könntet ihr weniger wertvoll sein. Das ist eine Kampfgeschick-Herausforderung. Oder Alderic wird euch zeigen, wie man kämpft. Ja, auf der anderen Seite... Also ich würde es... Ich denke, es passt schon, dass Konrad auch selber kämpft, denn es war ja auch immer sein Ziel, seinen Vater irgendwo nachzueifern und in einem ähnlichen Glanze zu erstrahlen wie er. Und ja, auch wenn er vielleicht, na gut, er hatte noch nie die Chance, sich auf einem Turnier zu beweisen und ob er das mit 51 Jahren noch tun wird, weiß ich nicht. Aber hier diese Möglichkeit, es irgendwie seinem Vater gleich zu tun und sich auch im Zweikampf zu beweisen, ich würde sagen, warum nicht? Und wir gewinnen den Kampf. Aber das war jetzt nicht irgendwie dasselbe, dass er jetzt wieder hier unser persönlicher Streiter geworden ist, oder? Nein, er hat sich nur uns angeschlossen. Sehr gut, ist doch in Ordnung. Von kommenden Reisen. Während ich meine Reise durch Speyer fortsetze, komme ich an einem sonderbar aussehenden Zelt vorbei. Der Eingang ist hochgeklappt und ein noch sonderbarer aussehender Bewohner befindet sich im Inneren. Ah, kommt doch rein, oh mächtiger Herzog. Ich kann sehen, dass noch viele Meilen vor euch liegen und für einen bescheidenen Preis könnte ich die noch vor euch liegende Reise wahrsagen. Der seltsame Mann hat das Interesse meines Gefolges geweckt, doch bin ich bereit für eine Wahrsagung zu zahlen? 10 Gold. Wir bekommen dann Anspannung, weil wir gesellig sind. Ja, warum nicht? Was würde das schlechte Omen ein wenig Anspannungszuwachs? Naja, gesellen wir uns zu ihm und schauen mal, was er sagt. Sie steht unter einem guten Stern. Sehr schön. Sehr gut. Erwachen. Es ist Nacht und Frederika ist schon fleißig bei der Arbeit, als wir bei den Kornfeldern südlich von Frankfurt ankommen. Sie nutzt offenbar ein großes, flaches Holzstück und einen schweren Stein, um das Getreide im raschen Tempo abzuflachen. Ich runzle dir die Stirn, als ich die Frau bei der Arbeit beobachte und frage mich, was genau sie da macht. Sie zuckt zusammen und beginnt dann mit einer langen Tirade darüber, dass wir alle aufwachen und unsere wahren Meister kennenlernen müssen, anstatt uns hinter den falschen christlichen Lehren zu verstecken. Überrascht weiche ich ein paar Schritte zurück. Hört auf damit, Ketzerin, oder in Ordnung. Was das jetzt allerdings mit dem Niederdrücken des Getreides hier zu tun hat, keine Ahnung. Hört auf damit, Ketzerin. Julian ist für unseren Proviant zuständig und verriet verlegen, dass unsere Vorräte aufgrund schlechter Lagerung nahezu alle unbrauchbar geworden sind.
Schimmelflecken bedecken das Brot und die frischen Lebensmittel, und wir haben die restlichen getrockneten Dinge rasch aufgebraucht. Als die Dämmerung einsetzt, kommt der Hunger über die Gruppe. Ah, es ist nur ein bisschen Schimmel. Ach, wir könnten krank werden. Die Natur wird für uns sorgen. Wir kennen uns offensichtlich sehr gut aus. Oder die Einheimischen müssten etwas haben. Ich denke, wenn wir uns so gut auskennen und uns so sicher fühlen, hier mit 91%, dann spricht nichts dagegen. Weshalb wir, ich meine, wir sind ja auch Jäger, kennen uns aus in der Natur, werden doch selbst etwas erjagen und finden können. Die Natur wird für uns sorgen. Und offensichtlich sind wir da erfolgreich gewesen. Ein Glück, man stelle sich vor, Konrad wäre jetzt gestorben, kurz vor den Toren Marburgs. Eieiei. Na, wo seid ihr hin? Der Kaiser ist gar nicht da. Das ist ja traurig. Bedienste geleiteten mich in den großen Saal von Kaiser Kuno in Marburg, wo er nicht auf seinem Thron sitzt und nicht darauf wartet, meine Spur zu hören. Mein Fürst sitzt nicht auf seinem Thron und ich knie zu seinen nicht vorhandenen Füßen, um meine vielen Eide der Huldigung aufzusagen, während seine Schreiber das Ereignis festhalten. Na, immerhin das. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen. Der Kaiser kann von mir nicht mehr erwarten, als mein Versprechen, treu als ein Vasall des Reiches zu dienen. Kuno weist mich an, mich zu erheben und bestätigt seine Zufriedenheit mit mir, zusammen mit meinen Rechten an jenen Ländereien, über die ich an seiner Stadt herrsche. Heil sei euch, Kaiser, sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir uns auf den Rückweg. So, sie schlägt uns jetzt hier einen Geiselaustausch vor. Die Herzogin von Oberlothringen hat Angst, dass wir sie angreifen. Aber warum sollten wir das tun? Gaston und seinen aktuell einzigen männlichen Erben? Nein, das werden wir ablehnen. Aber wie wir gesehen hatten, wollten wir mit dem Kaiser noch etwas anderes besprechen. Der wo jetzt wieder ist? Selber? Reist er mit uns mit? Nee, der reist hierhin. Ist jetzt gerade losmarschiert. Naja, dann ist ja okay. Dann, denke ich, haben wir ihn vielleicht dennoch angetroffen. Wir wollten ja auch über die Vasallenbande sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es hier noch? Nichts, was jetzt relevant wäre. Wir wollen normale Steuern zahlen und ihm dafür aber mehr Männer zur Verfügung stellen. Und damit ist er offensichtlich einverstanden. Dann grüßt mein reizender Vasall. Die Umstände nötigen mich dazu, die folgenden Änderungen an meinen Banden vorzunehmen. Ich gehe davon aus, dass diese Änderungen auch als gerecht erscheinen. Ja, wunderbar. Passt doch. So wollten wir das. Sehr, sehr schön. Und machen uns jetzt auf den entsprechenden Rückweg. Sehr gut. Da ist doch unser Konrad seinen Pflichten als Herzog mehr als nachgekommen. Hat ein freudiges Festmahl, ein erfolgreiches Festmahl gehalten. Und ist zu seinem Kaiser gereist und damit, denke ich, jetzt auch noch fester verankert und angesehen als der Herzog, der er nun ist, der Herzog von Hochburgund. Die Rückreise und alles Weitere schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.